So spielst du Twisted Fate wie ein Gott. Ich habe für euch zusammen mit Rebel, dem besten Twisted Fate Deutschlands, dieses Video erstellt und offenbare euch alle TF-Tipps und Tricks, die ihr braucht, um mit ihm zur 1v9-Maschine zu werden. Starten wir direkt mit den Runen und Item-Bits. Auf APTF nehmt ihr immer die folgende Rune-Page mit und auf ADTF nehmt ihr diese PTA-Page mit. Als AP-Bit habt ihr zwei Optionen. Wenn ihr ein TF-Anfänger seid, geht ihr für den folgenden Bit. Wenn ihr bereits fortgeschritten auf TF seid, dann geht ihr für den nachfolgenden Bit. Als ADTF rotiert ihr zwischen diesen beiden Bits. Als Summoners Bits nehmt ihr auf APTF immer Flash Ghost mit, außer in sehr schwierigen Matchups. Auf ADTF nehmt ihr immer Flash TP mit. Speichert das Video direkt mal ab, damit ihr es in-game parat habt. Auf APTF startet ihr mit dem W auf Level 1, dann nehmt ihr den E auf Level 2 und maxt danach den Q. Auf ADTF startet ihr ebenfalls mit dem W gefolgt vom E, danach maxt ihr doch den E gefolgt vom W. Ihr packt niemals Punkte in den Q, bis ihr es müsst. Im Early Game sieht euer Gameplan wie folgt aus. Ihr wollt für sichere Last Hits gehen, um eure Passive maximal auszunutzen und gleichzeitig den Gegner permanent mit Auto-W-Resets poken. Sobald ihr euren E habt, ladet ihr diesen auf Minions auf, nutzt dann weiterhin die Auto-WE-Procs. Ihr wollt immer für safe kurze Trades gehen. Ihr wollt erst dann recoilen, wenn ihr euch Hextech Alternator, Catalyst oder Berserker Greaves im Falle von ADTF kaufen könnt. Ihr habt in jedem Matchup, in dem ihr nicht knallhart outranged werdet, ein hartes Lane-Kill-Potenzial. Der wichtigste Zeitpunkt ist der, wenn ihr Level 6 hittet. Hier müsst ihr euch fragen, welche Lane hat das größte Carry-Potenzial? Und vor allem haben die Lanes Hard-CC und Gang-Setup. Einen Top-Lane-Malfight? Nee, der bringt euch nicht viel. Perfekt sind ADCs mit Engage-Supportern. Eine Fiora oder Kimmel auf der Top-Lane ist jedoch ebenfalls sehr gut. Revai gibt folgenden Pro-Tipp. Wenn beide Lanes carryen können, dann nehmt ihr die Lane, die das bessere Metal hat. Ein 0-3 Draven, der in der 5. Minute schon FF15 in den Chat haut, ist mit Sicherheit nicht eure Ult wert. Revai empfiehlt seinen ganzen insane TF-Buffs fast ausnahmslos nur mit der Ult zu roben und ansonsten immer permanent die Lane zu pushen. Ab der 5. Minute bekommt ihr mit TF Pro Wave locker 1-2 Platings, versucht daher gar nicht erst ohne Ult dem Gegner hinterher zu roamen. Wenn ihr farmt und Platings bekommt, ist das immer eine 8 von 10. Wenn ihr Botlane roamt und failt, ist das entweder eine 0 von 10 oder eine 10 von 10. Im Mid-to-Late-Game wollt ihr immer dort auf der Sidelane sein, wo ihr das 1v1 gewinnen könnt. Falls ihr schwach seid, versucht ihr die stärkeren Gegner auf der Sidelane zu halten. Die Tier 2 Turrets geben mittlerweile 700 Gold, also mehr als 2 Kills. Das ist fast immer besser, als einen riskanten Teamfight auszuspielen. TFs Stärke ist es nun mal, Überzahlsituationen und Picks zu generieren und nicht Front-to-Back permanent Teamfights zu forcen. Euren Minion Dematerializer benutzt ihr einmal auf den Castern, damit ihr die Waves mit dem Q one-shottet und zweimal auf dem Cannon. Grundsätzlich geht ihr auf APTF immer für langsame kurze Trades und auf ADTF für lange Trades. Die drei häufigsten Fehler, die Low-Elo-TF-Spieler laut Revai machen, sind erstens, dass sie ständig ohne Ulti roamen und auch nicht die extrem starke Push-Power von TF nutzen. Zweitens, sie fokussieren sich immer auf die Botlane. Top oder Jungle können genauso carry. Drittens, 5v5 Teamfights nehmen. Das passiert praktisch allen TF-Spielern, die nicht vernünftig Split pushen. Kommen wir damit zu den 10 wichtigsten Tipps und Tricks auf TF. Erstens, der Ult-Bait. Wenn ihr die Sidelane pusht und seht, dass mehrere Gegner zu euch kommen, baitet sie und ultet dann einfach weg, während der Rest eures Teams Objectives sichert. Zweitens, ihr könnt immer aus brenzlichen Situationen wegulten. Ihr aktiviert die Ult, ihr benutzt die Suncut und ultet dann weg. Ohne Tenacity könnt ihr damit ab Level 3 dann immer ohne Counterplay Backult. Drittens, bitte benutzt Target Champions only. Es gibt nichts peinlicheres, als Bot zu ulten und in Minion zu Goldcarden. Viertens, ihr könnt mit der Red Card gleichzeitig poken und Last Hitten, insbesondere dann, wenn Gegner mehr Range haben als du. Fünftens, ihr solltet euren E immer gestackt haben. Sechstens, die Blue Card nutzt ihr zum Poken und Pushen, als auch als Burst Tool im Late Game, wenn ihr den Stun nicht braucht. Die Blue Card hat ungelogen fast den dreifachen Damage der Yellow Card und auch über ein Drittel mehr Damage als die Red Card. Ihr könnt im Late Game mit einer Blue Card Squishies ungelogen One-Shotten. Die Red Card nutzt ihr außerhalb der Lane sehr selten und nur dann, wenn mehrere Champions sehr nah beieinander stehen. Siebtens, ihr wollt den W häufig hovern und ihn als Zone-Tool benutzen, insbesondere dann, wenn eure Gegner bereits unterm Turm sind. Achtens, W und E auf Türmen benutzen. E am Turm stacken und dann Gegner unter dem Turm mit EW poken, wenn er last hit. Neuntens, Wave clearen und Out of Vision gehen, um die Sidelanes zu pressure. Zehntens, Fake Stun Cuts. Ihr könnt mit der S-Taste eure Ws einfach abbrechen und damit entscheidende Abilities wie zum Beispiel Fioras Riposte oder die Yasuo Windball rausbaiten. Als Buns empfiehlt Revai Arkshan, Yasuo oder Zed. Revai, aka der beste Twisted Fate Deutschlands, streamt regelmäßig auf twitch.tv/revalol. Checkt seinen Stream unbedingt aus. Zu welchem Champion wollt ihr den nächsten Guide sehen? Schreibt es in die Kommentare und folgt uns, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst.